Ja, hallo und herzlich willkommen bei Führungsführerschein, dein Weg zur herausragenden Führung. Mein Name ist Jens Kortz. Ja, und wenn du mich schon eine Zeit lang im Internet verfolgst, dann sagst du, wow, Jens, noch ein Podcast, schon dein dritter, erst kurz und knackig mit deiner Frau, jetzt dann Live-Coaching to go alleine und jetzt noch der Führungsführerschein. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich bin Führungskräftecoach seit etlichen Jahren. Und wurde von meinen Kunden mal gebeten, ja, mach doch mal einen Podcast über Führung, Jens. Du machst die ganze Zeit einen Podcast über Life-Coaching-Themen, aber du bist ja ganz viel in der Führungsebene unterwegs. Also mach doch mal bitte was zu Führung. Also habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen und willkommen zu meiner ersten Ausgabe Führungsführerschein, dein Weg zur herausragenden Führung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja auch Führungskraft. Und wir neigen immer wieder dazu, die Dinge dann selbst zu machen. Na, bevor wir es wegdelegieren, bevor wir es an jemanden geben, der es sich gleich versteht, der es sich gleich umsetzen kann, der vielleicht länger braucht als wir selbst, weil wir das ja schon routiniert können, machen wir es lieber selbst. Tja. Und das Ende vom Lied ist, dass du Überstunden machst, dass du dich in deinen Burnout begibst, so ganz langsam, aber sicher. Und deine Mitarbeiter sich freuen, weil sie alle pünktlich nach Hause gehen und den ganzen Tag noch Zeit hatten für Kontaktpflege mit anderen Kollegen oder vielleicht um irgendwelche privaten Dinge zu regeln auf der Arbeit, während du durchgetaktet bist und stöhnst und sagst, boah, ganz schön viel. Achtung, Fehler. Ganz großer Fehler, den wahnsinnig viele Führungskräfte machen. Ja, und dann aber sagen, ja, aber Jens, das kriege ich hin, ich habe Power, ich habe Energie, ich habe mehr Elan, ich habe mehr Dynamik als diese ganzen Low-Performer und so. Ja, das mag alles seine Richtigkeit haben und das zeigt ja auch, dass man dich nicht umsonst befördert hat zur Führungskraft. Aber lass dir das mal von einem Menschen, der Mitte 50 ist, gesagt sein. Das Leben ist endlich und der Körper schafft das auch nur bis zu einem gewissen Maß. Und wenn du da nicht aufpasst und wenn du da nicht deine Routinen hast, dann wirst du deine Gesundheit ruinieren. Ich habe gerade Genesungswünsche an einen ehemaligen Klienten von mir geschickt, der mit Lungenentzündung und Schlaganfall ins Krankenhaus musste und jetzt in die Reha muss. Und der genauso gedacht hat, ich mache und tue und mache Überstunden und 60 Stunden Wochen, gar kein Problem für mich und ich schaffe das, ich bin das gewohnt, ich brauche auch diesen Stress. Tja, und jetzt liegt er auf der Nase und es hat ihn ganz schön gebeutelt, hat ihn ganz schön erwischt und ich hoffe, dass er jetzt in der Reha genügend Zeit hat, um darüber nachzudenken, wie er sich neu justiert. Denn damals im Coaching war er da uneinsichtig. Ich habe ihn davor gewarnt und habe auch gesagt, aufpassen. Du bist auf dem Weg dahin, lieber Kunde, und er hat mich gehört und jetzt hat er leider die Quittung gekriegt und den Schuss von Bug. Und damit du das nicht auch kriegst, hier ein paar Tipps für dich. Ja, ich gebe dir recht, manchmal ist es schneller und besser erledigt, wenn du es machst, weil du die Routine hast, weil du vielleicht den Gesamtüberblick hast und weil du nicht die Zeit hast, jemandem das zu erklären und den dann noch zu kontrollieren und dann noch Fehler auszumerzen und so weiter. Und es dann einfach zu lange braucht. Aber wie willst du denn deine Mitarbeiter fördern und in die Selbstständigkeit bringen, wenn du sie nicht regelmäßig mit neuen Sachen konfrontierst und die Sachen an sie wegdelegierst? Deswegen hier schon mal der Tipp, schau mal in deinen Wochenplan und schau mal, was davon muss wirklich zu 100% von dir erledigt werden. Schau doch mal. Braucht es wirklich deine Expertise, deine teure Arbeitszeit? Denn du darfst nicht vergessen, du bist einer der teuersten Mitarbeiter. In der Regel verdienen Führungskräfte das Doppelte von den Sachbearbeitern. Das ist ganz schön teuer fürs Unternehmen, wenn du dich um solche Sachen kümmerst. Also prüfe das mal ganz genau und schreib mal raus, was du nicht unbedingt erledigen musst, sondern was eben durch deine Kollegen, Kolleginnen erledigt werden kann.
was nicht unbedingt deine Expertise braucht, weil es jemand anderes auch hat. Vielleicht nicht so groß wie du, aber zumindest ausreichend, um die Tätigkeit, den Job zu erledigen. Dann, wenn du das alles ausgeschrieben hast, prüfe mal, wer von deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen könnte das erledigen? Also wer kommt überhaupt in Frage? Ja? Wer hat die Loyalität? Wer hat die Fitness? Wer hat die Kompetenz? Wer wird nicht gleich wieder stöhnen und sagen, soll ich noch alles machen? Ja, diese Sätze kommen. Natürlich. Wissen wir. Und dann führe ein Gespräch. Und zwar das Gespräch so führen, dass du dem Mitarbeiter sagst, du bist in der Lage, das zu lösen, du bist in der Lage, das zu erledigen, du bist in der Lage, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und ihn dann begleiten, bis er es so gut kann, dass du wirklich sagen kannst, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, das macht Mitarbeiter XYZ. Das heißt, du musst am Anfang investieren, aber so ist es eben in der Wirtschaft. Wir müssen erstmal in was investieren, bevor wir was zurückbekommen. Es ist egal, ob ich eine Geldanlage habe oder ob ich in Mitarbeiter investiere und sage, ich nehme die Zeit, ich entwickle den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dahin, so dass ich am Ende des Tages mehr Entlastung habe. Und das ist das hier Entscheidende, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, auch bleibt, weil sie sich ja auch gewertschätzt fühlt, dass du ihr zutraust, diesen Job zu machen. Ja, und es wird immer wieder Leute geben, die das nicht wollen, die sich absichtlich dumm anstellen, dann sind das die Falschen, dann musst du schauen, an wen du es gibst. Aber nicht grundsätzlich es ablehnen. Und sagen, es wird sowieso keiner machen und so weiter. Das ist ein schlechtes Mindset. Ja? Investiere in deine Mitarbeiter, gib ihnen die Chance zu wachsen, gib ihnen die Möglichkeit, neue Aufgaben zu erledigen, ihre Kompetenz zu erhöhen, ihre Selbstständigkeit zu erhöhen und damit für dich mehr Freizeit zu schaffen. Und es geht nicht darum, dass man sagt, so, ich gehe jetzt Golf spielen und meine Mitarbeiter haben ganz viel Arbeit. Es geht darum, eine gute Balance zu finden, mit der alle, und zwar alle im Team, klarkommen. Sodass du auch mal früher nach Hause gehen kannst, deine Hobbys durchführen kannst, vielleicht mehr Zeit für die Familie hast, mehr Zeit für die Partnerinnen und Partner. Das wünsche ich dir. Ein ganz wichtiger Punkt, hör auf, alles selbst zu machen. Du gehst irgendwann kaputt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dafür hast du die Mitarbeitenden. Die sollen dir helfen, die sollen dich unterstützen. Ja, das war's, mein allererster Podcast zum Thema Führungsführerschein. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich natürlich, wenn du mir ein Like da lässt, vielleicht nochmal abonnierst oder einen Kommentar. Ich bin mir sicher, ich werde die Zeit finden, dahin einen Kommentar zu beantworten. Und nicht wundern, ich werde jetzt im Wechsel immer mal für die Führung machen und einmal für die Life-Coach-Themen. Ja, ich bin ja jetzt seit 23 Jahren als Coach und Persönlichkeitstrainer unterwegs. Mein Portfolio ist natürlich auch in den 23 Jahren enorm gewachsen. Und die Leute fragen immer, was bist du denn jetzt? Life-Coach? Bist du Business-Coach? Ich bin beides. Ich coache immer den Menschen, der vor mir sitzt. Und dafür brauche ich natürlich auch meine gesamte Kompetenz. Und die nutze ich auch und die gebe ich hier in diesem Podcast gerne weiter an dich. Also, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin, bleib gesund, zuversichtlich und mutig. Dein Jens.